Begrüße ich mal alle herzlich willkommen zurück zur Episode 10 und ich weiß nicht, warum ich so komisch rede. Obligatorisch im Zweifelsfalle, weil du es kannst. Ja, richtig. Obviously. Ja, wir sind alle noch ein bisschen. Ha, wir hatten jetzt fast 2 Monate Pause oder sowas rum. Ja, ungefähr. Ja, plus, minus. Also plus nicht, aber... Roundabout. Jetzt richtig. Weiß ich, was ich noch brauche. Was denn? Mein Skript öffnen. Ich dachte, jetzt kommt rollt Initiative. Das ist der nächste Schritt. Oh. Bestimmt. Holen wir mal die Würfel raus. So. Mal ein Burp. Scroll. Also Beatrice hat gebuddelt. Genau. Und das hat Beatrice gemacht. Beatrice hat den Boden angegraben. Und der Spaten ist auf Widerstand gestoßen, der definitiv anders war als das ganze alte Wurzelwerk, mit dem der Boden durchwuchert ist. Deswegen hat es einige Minuten und mindestens genauso viele Flüche gebraucht, bis dann schließlich der Spaten beim letzten Stich auf einen deutlichen harten Widerstand gestoßen ist. Mit einem eher dumpfen Geräusch. Ich übergebe an die Protagonisten. Ja, nachdem ich da eben auf irgendwas gestoßen bin, gucke ich mal an, auf was ich da gestoßen bin. Beatrice starrt mit dem Spaten und vielleicht auch mit den Händen den Dreck beiseite, der da unten noch etwas verbirgt, und sie enthüllt dadurch eine sehr stabil aussehende kleine metallbeschlagene Kiste. Dann versuche ich mal, ob ich die hochheben kann. Oder ob ich Hilfe brauche. Heb dir keinen Bruch. Groß ist die Kiste. Während Corona weiter raucht. Das werden wir gleich sehen. mit etwas erdreich rundherum mit der Spitzhacke wegkratzen, kann Beatrice die kleine Truhe, die vielleicht so 50 Zentimeter lang und halb so breit ist und vielleicht 20 Zentimeter hoch, eben vom Erdreich befreien und auch herausheben. Sie ist schon durchaus schwer, aber aufgrund der robusten Konstruktion ist das auch durchaus nicht ungewöhnlich. Mhm. Okay. Was für ein Schloss ist denn da dran? Da wurde noch nicht aufgemacht. Ja, das ist die nächste große, spannende Frage. Wie ist das Ding denn verschlossen? Nein, ich glaube nicht, dass jemand das Ding unverschlossen vergraben hat. Ja, sonst also, hätte ich nicht so viel Arbeit gemacht. Da hast du recht. das Ding ist verschlossen. Es hat ein in den Beschlägen integriertes, eher filigranes Schloss. Also ein eher kleinerer Schlüssel müsste das sein. Es ist, die Kiste ist jetzt eher schmucklos, also eher auf praktischen Nutzen und Stabilität
gebaut worden und nicht, damit sie irgendwie besonders hübsch aussieht. Ich würde keine teure, hübsche Kiste herrichten und sie dann in dem Dreck verbuddeln. wäre ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Einer von euch darf mir auch noch ein W100 würfeln. Ich hab's rausgehoben, also. Mhm. 88. Okay. Also ist egal. Sagst du? Egal ist 88. Kurz notieren. Vom Dachfürst schreit ein Vogel herunter. Ja, irgendwelche von diesen wilden Papageienhorden, die sich in der Stadt ausgebreitet haben, nachdem sie irgendwann anscheinend mal jemandem entkommen sind. Ja, wir sind in den Tropen, also. Ja, die Truhe ist tatsächlich verschlossen. Und ist ein kleines, eher filigranes Schloss, kein Vorhängeschloss. Na dann, versuch sie zu. Also, ziehen. Ich habe meine Kraft walten lassen. Morana, jetzt darfst du deine Fingerfertigkeit beweisen. Boah, ich habe nur auf den Augenblick gewartet, bis du das sagen wirst. Ich sehe dieses Glänzen in den Augen, ja. Okay. Steckt sich die Pfeife in den Mundwinkel, holt dann einfach ihr kleines Dietrich-Set hervor und würde sich dann an dem Schloss der Truhe wagen. Mhm. Das ist der Sleight of Hand, beziehungsweise, glaube ich, Fingerfertigkeit heißt es auf Deutsch-Check. Ich sollte eure Charaktere auch mal aufmachen. Ich sollte wahrscheinlich würfeln, ne? Ja, genau. Könnte helfen. Possibly. Es gibt eine 17. 17. Okay. Einen Moment. Bin gleich bei euch. Muss ich nur noch aufmachen. Das würde helfen, beim Klicken auch zu treffen. Das vergleiche ich auch. Details, nicht. Details. Alles und unnötige Details. Morana arbeitet etwas mit ihren Dietrichen an dem Schloss herum. Es ist anscheinend gar nicht so einfach. Sie wirkt ziemlich konzentriert und es dauert bestimmt eine Minute oder so. Aber dann hat sie den richtigen Dreh gefunden. Es klickt und der Deckel der Truhe springt ganz leicht nach oben, ein Millimeter vielleicht nur, aber es scheint, als hätte sich die Verriegelung gelöst. Ja. Wollen wir doch mal mit spitzen Fingern die Truhe ganz aufmachen und hineinschauen. Genau so. So. Was haben wir denn hier? Morana öffnet den Deckel der Truhe und blickt in ein paar schwarze Augen. Und was ist drin? Sie hebt die Kiste hoch. Die konnte man tragen, ne? Dreht sich um und hält sie Firiel entgegen. Das ist drin. Sie blinzelt. Die schwarzen Augen sind die Augen einer Puppe. Oh, toll. Und ich darf dich daran erinnern, was du in der Kanalisation zu mir gesagt hast, dass ich mich nicht so anstellen soll. Ich drehe die Kiste wieder um. Oh, magst du Puppen nicht so gern? Ich meine, du redest die ganze Zeit von Puppen. Das Nein. Ja. Sie kriegt ich sehe so ein diese, bisschen Schaden. Ich sehe diese schwarzen Augen, die mich jetzt auch von der Höhe eines mir
bildlich ausgedachten Regales mich beobachten. Weißt du, was das heißt? Wenn hier Puppenaugen drin sind, ist hier überhaupt was anderes drin? Sie gucken nochmal von hinten rein. Okay. War das Haus des Kartografen nicht auch in der Nähe von diesem Puppenladen? Ja. In dieser Truhe liegt tatsächlich eine vollständige Puppe. Der Anblick der Puppe in der geöffneten Truhe mag vielleicht irgendwie gewisse Assoziationen an einen kleinen Sarg erwecken. So ist die Kiste mit Samt ausgekleidet? Tatsächlich ja. Okay. Die Puppe, der Kopf scheint wohl aus Holz geschnitzt zu sein, allerdings mit einem glänzenden weißlichen Lack bemalt, sodass es fast wie Porzellan aussieht. Der Lack ist schon von Rissen durchzogen und das fahle, bleiche Gesicht der Puppe mit den schwarzen Augen ist umrahmt von schwarzem Haar. Und ansonsten trägt die Puppe ein schlichtes, schmuckloses Kleid, wenn man es so nennen mag. Und es scheint aber durchaus so, als wäre da noch etwas unter dieser Puppe. Ja, ich wollte eigentlich schon sagen, Morana hat ja die Kiste in der Hand. Ich würde die Puppe einfach vorsichtig rausnehmen. Oh, seid bitte ganz vorsichtig. Nicht, dass da noch irgendwas Seelenartiges drin steckt. Und wenn die kaputt geht, geht diese Seele raus, wie auch immer. Kann Beatrice sich das vielleicht? Guckt euch das Ding doch mal an, ob da irgendwie Magie drauf liegt, bitte. Ich werde auch meine die beiden Dings da, warte mal, kann ich das überhaupt noch schon so lange her? Eine panische Angst vor Puppen, glaube ich. mein Divine Sense anschalten. Genau, um Celestial Field Undead halt so gut böse Gedöns zu gucken. Mhm. Einfach nur, um sie zu beruhigen. Wir können die Tag Good and Evil. Innerhalb 60 Fuß. Ja gut, der Radius sollte passen, wenn ich sie nach enthalte. Nicht in Deckung. Also, dass ich nicht heilig bin, das ist wohl klar. Until the end of your next turn. Also das sind so 6 Sekunden, den das spürt. Okay. Gut. Firiel, du nutzt entsprechend deine göttlichen Sinne, ja, konzentrierst die dich auf diese Knöpfe. Kurz dabei auf, während sie das und du spürst nichts Konkretes, so ein gewisses seltsames Gefühl in Richtung deiner Begleiterinnen, aber das kommt wohl eher weniger von den göttlichen Sinnen als von der Gewohnheit in letzter Zeit. Hä? Ach so. Aber etwas Himmlisches, Höllisches, Untotes oder dergleichen ist nicht zu spüren. Also ich kann dich zumindest dahingehend beruhigen, sie wird jetzt nicht, zumindest nicht, sie ist nicht untot und es ist kein Teufel in dieser Puppe und auch kein himmlisches Wesen. Schließt natürlich nicht viel anderes aus, dass nichts anderes drin ist. Also, sie springt jetzt nicht aus der Kiste, fällt dich an und versucht dir den Hals umzudrehen? Theoretisch nicht. Es gibt natürlich Zauber, die das tun, aber ob sie verzaubert ist, kann ja
unsere liebe Beatrice vielleicht feststellen. Ja, aber Morana packt sich ein Klümpchen. Ein guter Zauber braucht aber 11 Minuten. AKA, ja. Ich muss Detect Magic als Ritual casten. Ja, nein, ich möchte jetzt hier nicht mit so einer Puppe in der Truhe rumstehen, während du da hinten mich ein paar Minuten lang stillschweigend hinsetzt. Nein. Möchtest du wissen, ob sie eine Bedrohung ist? Ich meine, wenn sie keine ist, können wir in Ruhe an einem besseren Ort das Ganze untersuchen. Ansonsten müssten wir hier stehen bleiben. Ihr könnt ja in die Küche gehen, während das magische Minenräumkommando erstmal die Situation untersucht. In welchem Haus sind wir eigentlich? Wo sind wir gerade? Vom Kartenmacher. Ihr seid im Hinterhof. Ja. Im Hinterhof, ne? Im Hinterhof vom Haus vom Kartenmacher. Ja, lass uns reingehen. Ach komm, nimm jetzt raus. Waren die Mauern vom Hof nicht hoch? Ja. Hiriel scheint sogar jetzt hier zumindest relativ unbeeindruckt gerade noch zu sein. Ja, komm, nimm raus das Ding. Guck mal, was da noch. Also, ja, dann, was ist denn da noch? Okay. Ah ja. Genau. In der Kiste findet sich noch eine Handvoll Erde in einer Ecke. Das wird wahrscheinlich mit dem Kompass was zu tun haben. Ne? Ja, das einige, ist die Vermutung. Briefumschläge, unbeschriftet, und ein schmutzig grauer kleiner Stofffetzen, an dem auch Spuren von Erde zu finden sind. Der befand sich aber in der entgegengesetzten Ecke von der Kiste im Vergleich zu dem anderen Handvoll Erde. Ich hab ein Glas voll Dreck. Dann würde ich doch einfach die Briefumschläge an jeden verteilen und jeder liest einmal einen. Also Brief. Und dann tragen wir unsere Informationen zusammen. Ihr öffnet die Umschläge. Die sind auch nicht versiegelt, sondern nur zugesteckt. Aber es findet sich, wie gesagt, weder eine Adresse darauf, noch wird in den relativ kurzen Briefen irgendein Name erwähnt. Es handelt sich allerdings durch die Bank weg um unheimlich schwülstige Liebesbriefe. Von überraschenderweise kommt irgendwann zwischen von Firiel ein nee! Sie macht wirklich mögende Geräusche, was man so von ihr erkennt. Ich so, oh nee, das lese ich nicht weiter und pack diesen Brief wieder rein. Oh. Bei dir auch so schlimm? Schön. Ja! Und liest weiter. Aber ihr könnt vielleicht Rückschlüsse ziehen, erwähnt werden in diesen sehr überzogenen Bekundungen durchaus schwarzes Haar und Haut wie Schnee, die euch irgendwie etwas auch an diese Puppe erinnern. Ich hoffe, dieser Kartenmacher hatte keine Affäre mit dieser Puppe. Dann wäre ich wahrscheinlich genauso schockiert wie die Puppe und würde mich genauso... Oder seine Geliebte...
Ich weiß nicht, signiert sind sie nicht, oder? Sind die signiert? Das ist der einzige Name, der in diesen Briefen zu finden ist. Sie sind tatsächlich signiert und ihr erinnert euch, dass es der Name des Puppenmachers ist. Des Puppenmachers? Ja. Des Kartenmachers. Des Kartenmachers. Puppe, okay. Karte, das heißt, er hat sie eventuell nie abgeschickt. Vielleicht ist auch seine Liebe unerwidert geblieben und er hat sich, weil er seine Frau nicht bekommen hat, eine Puppe von ihr machen lassen. Ich weiß nicht. Ach, das geht alles so falsch. Es scheinen tatsächlich ungeschickte Liebesbriefe zu sein in mehrerlei Hinsicht. Die so grausam waren, dass man sie im Garten vergraben musste und doch sich daran erinnern wollte und einen Kompass im Haus versteckt hat. Das ergibt keinen Sinn, oder? Irgendwie nee, fehlt nicht, da noch nicht, was. Nicht so ganz. Irgendwie fehlt irgendwas zu dieser Geschichte. Ich weiß auch nicht. Das Gegenstück. Und sie guckt diese Puppe an. Ja. Naja, es gibt nur eine Möglichkeit, um da mehr rauszufinden. Und ich weiß, dass du sie nicht hören willst. Ja, ich wollte gerade sagen, kennt ihr das, wenn es unvermeidbare Begebenheiten auftreten, an denen man sich vorweg immer wieder vorbeischleichen konnte, ohne dass man... Es ist nur ein Puppenladen. Ist okay, das sagst du. Wenn sie dich mit ihren kleinen toten Augen anstarren. Es gibt Schlimmeres, als von toten Augen angestarrt zu werden. Definitiv. Ich weiß nicht. Versuch du mal eine Nacht in einem Raum zu verbringen, in dem ganz viele Puppen sind und alle starren sie dich an. Und dann kommst du aus diesem Raum nicht raus. Lass dich einfach einschleimen. Es gibt trotzdem Schlimmeres als das. Lass dich einschleimen. Also ich schlaf lieber bei den Puppen. Einschleimen gerne. In einem Bad, bei einem guten Nein, Bier oder ich Wein. Rede von die... Ich weiß nicht, ob man das Einschleimen nennt, aber... Das nennt sich Einschäumen, ich hab's ja einfach mal. Weil signiert war es jetzt vom Kartenmacher oder vom Puppenmacher? Vom Kartenmacher. Kartenmacher. Ich war schon ganz über hier. Ja, ich war auch nur. Puppenmacher war der Versprecher. Jetzt so rum. Gut. Tja, dann packen wir alles ein, nehmen es mit und... Hoffen das Beste. Möchte dein Teddy, den du da in deinem Rucksack Tasche hast, Gesellschaft haben? Ich nehme sie schon an mich. Herzlichsten Dank. Also ich packe sie aber wieder in die Kiste und... Oder wie wollt ihr es haben? Wollt ihr alles mitnehmen? Wollt ihr nur was... Ich würde jetzt einfach nur die Briefe mitnehmen. Ja, die also die Kiste. Und vielleicht doch das Stück Stoff. Die Kiste wollte ich jetzt nicht. Dann lege ich die Kiste. Also wenn wir den Schlüssel für die Kiste noch finden würden, ja, gut, dann stimmt. Wäre die Kiste auch interessant. Aber ansonsten ist das halt einfach eine jetzt offene Kiste. Wir können sie verschließen, ich kann sie wieder öffnen. Ja gut, ich packe... Sieht nur ein bisschen komisch aus. Also ich gehe mal davon aus, wir brauchen weder das Dreck da drin, noch das Stück Stoff mit dem Dreck, weil das ja diese Kompasskomponenten sind, denke ich mal. Und das heißt, wir nehmen die Briefe und die Puppe mit. Wer weiß. Ich wollte es gerade sagen, ich nehme das Stück Stoff mit. Dann nimm du das Stück Stoff mit. Die Erde lasse ich drin, das ist mir egal. Ja. Das heißt, ich gebe dir die Briefe und das Stück Stoff. Ich nehme nur die Puppe, ja. Ich muss ja nicht alles tragen hier. Morana würde was überkommen und sie schnuppert mal an diesem Stück Stoff. So auf Verdacht nach Parfüm. Patchouli. Ich denke, es wird nach Erde riechen. Ja, das auch, aber vielleicht gibt es ja noch nur eine geringe Nuance. Nein, es riecht tatsächlich nur nach altem Stoff und etwas trockener Erde. Okay. Ausschütteln, zusammenfalten, vorher noch das Muster sich merken und dann einstecken. Ansonsten, man kann daraus eine Kompresse machen, wenn wir das einmal abgewaschen haben. Es ist so fingernagelgroß, also daumennagelgroß, das Stück Stoff. Oh, okay, dann sollte ich es nicht. Mit einer Nadel stichst, könntest du. Du kannst eine Kompresse für die Puppe machen.
Okay, ja, sie stopft das dann irgendwo in die Hosen. Als ob die Puppe anfassen wird. Ja, dann auf zum Puppenmacher. Mhm. Voran. Und Morana geht nicht voran. Sie zieht nochmal in ihrer Pfeife und wenn sie dann aus ist, würde sie die ausklopfen und dann wieder verstauen und sich ein Klümpchen reinschmeißen. Zur Beruhigung. Ich gehe vor. Ich folge Beatrice. Ihr tretet aus der Tür des Hauses des Kartenmachers und es scheint nichts Besonderes auf der Straße zu sein. Einige Leute, die ihrer Wege gehen und euch keine große Aufmerksamkeit schenken. Aber ansonsten nichts Ungewöhnliches. Außer, dass es im Vergleich der letzten Zeit, die ihr in diesem Viertel verbracht habt, diesmal eher recht ruhig ist. Zum Glück. Zum Glück. Ich hatte heute keinen Abschied auf der Rotten. Neben der Puppe möchte ich nicht auch wieder einen Hasen rumtragen. Wenigstens war ich schön flauschig, ja? Das ist ein Argument. Ihr wandert etwas die Straße hinunter in Richtung des Hauses, das ihr gesehen habt mit den vielen Puppen. Und als ihr dieses Haus erreicht, gebt mir doch alle mal einen Wahrnehmungswurf. Perception. Oh Gott, was war das nochmal? Perception. Bei den Fähigkeiten. 13. Mhm. Nee, 15. Mhm. 12. Was ist eigentlich meine Runde? Ihr erreicht dieses Haus. Beatrice und Firiel betrachten die niedrige Fassade. Es ist ein kleines Häuschen eingezwängt zwischen zwei deutlich größeren. Und es sieht fast so aus, als würde es von diesen auch an diesem Platz gehalten werden und eher dazu neigen, umzukippen, würden diese beiden Nachbarhäuser nicht sein. Und ihr betrachtet die ganzen Puppen, die an Fäden an den Holzbalken des Fachwerks des Hauses befestigt sind und sich in dem sachten Wind, der durch die Straße weht, alle ganz leicht zu bewegen scheinen und durch die Bewegung ihrer hölzernen Glieder und der Berührungen untereinander ist ein ganz leises, fast musikalisches Geräusch zu hören, das dieses Haus umspielt. Und Morana fällt noch auf, als ihr dieses Haus gerade erreicht, seid ihr die Einzigen in dieser Straße gerade. Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Hatten wir eigentlich irgendwann mal nach den Kämpfen oder so eine Rest gemacht oder sowas? Nur eine ja, ich glaube, eine ganz kurze. Als wir aus der Kanalisation zurück sind, haben wir uns alle wieder frisch gemacht. Und da haben wir, glaube ich, eine Shortrest gemacht, bevor wir wieder in den Hinterhof sind. Mache ich mal hier eine Shortrest nachher. Ich habe mich gar nicht geheilt und so. Weil wir alle wieder ein bisschen frischer gekleidet sind, duften. Vitalisiert. Habe ich entweder keine Hit-Dice mehr oder... Naja, gut. Ich glaube, du hast keine benutzt damals.
Nee, weil ich von 15 auf 31 Leben bin, aber wenn ich jetzt hier ja. Short Rest mache, dann würfelt er irgendwie keine Hit Dice oder mache ich das falsch? Beyond. Ah, ich hab. Du keinen. Musst unten anklicken. Im Ach Zweifelsfall. So, wie viel er benutzt. Unten. Jetzt, genau. Ich seh's. Ah, so funktioniert es, okay. Dann müsstest du eigentlich noch Hit Dice haben, glaube ich, oder? Ja, aber. Hat er nicht gemacht, dann würfel ich mit. Dann machen wir es halt. Ja, mach das schnell. Komm, wild. Weiterreden soll. Wie gesagt, Murana hat gerade festgestellt, dass ihr in diesem Moment die Einzigen in dieser Straße seid. Außer euch nur die Puppen an der Fassade und dieses ganz leise, leicht klappernde Geräusch der Puppen im Wind. Guck dann ein bisschen skeptisch die Straße runter, hoch, einen Seitenblick zu den Puppen und ja, die letzten Male war geht auch dann nicht weiter. Immer jemand da. Von daher. Hat denn der Laden geöffnet? Während Morana unter den Augen der vielen Puppen weiterschlendert, mit Sicherheit von allen beobachtet, tritt Firel an die Eingangstür. Die ähnlich alt und schief ist wie der Rest des Hauses, aber irgendwie scheint es fast, als wäre sie tatsächlich so gebaut worden, denn sie passt. Warum habe ich gerade Pyradonis vor Augen? In ihren Rahmen. Und an dieser Tür ist ein kleines Schild mit einer schönen geschwungenen Handschrift. Bin gleich zurück. Und ja, gib mir noch meinen Wahrnehmungswurf. Das ist die. Warte. Also 19 oder 20. Mal. Ja, ne. Bei dem. Ja, 20. Bei dem dunklen Holz ist es auf den ersten Blick und etwas abgelenkt durch das Schild nicht aufgefallen. Aber es ist tatsächlich so, ob Absicht oder Versehen, aber die Tür scheint nur angelehnt zu sein. Ja, das habe ich irgendwie erwartet. Aha. Also theoretisch ist gerade niemand da, weil ich bin gleich wieder da, aber sie tippt so die Tür an. Die Tür öffnet sich so einen Zentimeter, als du sie antippst. Warum habe ich das Gefühl, dass wir eventuell bald wieder jemanden durch die Stadt tragen? Gehen wir doch einfach mal von dem Besten aus. Jemand hat vergessen, die Tür richtig zuzuziehen. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, ich fange gleich wieder an zu rauchen. Sehr passende Allegorie in diesem Fall. Dein Wort in der Götterohren. Heißt das jetzt, wir haben. Ton ist aus. Du bist gemutet. Gefettfingert. Wie auch immer ich da jetzt dran gekommen bin. Wenn ich inmuten will, muss ich 5-mal draufdrücken. Ist nebendran sind da andere Geschäfte oder sind es eher Wohngebäude? Das sind Wohnhäuser. Schade. Also ich kann nicht mal nachfragen. Gucken wir doch mal die Wohnhäuser an. Vielleicht doch, zieht gerade jemand. Wenn jemand zu Hause ist, wohlgemerkt. Ja, aber ja, einer hat den Vorhang zugezogen. Man sieht zumindest niemanden an einem Fenster.
Ja, es heißt nur, dass es keine Rentner gibt, das ist alles. Stimmt, Die sonst Ladeninhaber können Studentenviertel. oft Auskunft geben, weil sie ja doch untereinander oft auch mal kommunizieren oder sich aushelfen. Das war so meine Idee. Da hätte man fragen können, ob das öfter passiert Normal oder ist. schon länger so ist. Firiel, walte deines Amtes. Ich gehe einfach schon rein, weil die Tür ist eh schon ein Stück auf, weiter aufgegangen durch Oder den Hackstupser. geh einfach Beatrice hinterher. Und dann Ja, kannst du immer noch sagen, du machst das beruflich, guckst nach dem Rechten. und lass mich Okay. raten, du bleibst draußen und passt auf die Tür auf. Oh, das klingt gerade sehr verführerisch, so wie du das sagst. Aber denk dran, die Puppen gucken dich trotzdem an. Danke, Gut, ich da stelle musste mich ich in es den nicht sagen. Eingangsbereich. Ich gucke so Ja, die gut, dann gehe Puppen ich mit an. Beatrice rein. Viel Ich Spaß komme mit den auch Augen. hinterher. Nein, nein, ich komme hinterher. Alle Lebenden sagen jetzt mal Hallo. Guten Und Tag. lebende Tote hauen bitte ab. Vielleicht hat er nur vergessen, das Schild wieder umzudrehen. Hallo? Das wäre nicht Servus. gut. Nee. Beatrice geht durch die Tür. Die quietscht dabei leicht, allerdings nachdem Beatrice das Ganze eher etwas schwungvoller macht, nur sehr kurz. Und das Haus ist anscheinend wirklich nicht sehr groß. Es scheint hier unten eigentlich nur aus einem großen Raum zu bestehen auf den ersten Blick. Einer eindeutig die Werkstatt einer Puppenmacherei. Sind Werkbänke zu sehen mit allerlei Werkzeug zur Holzbearbeitung, für Näharbeiten, Stoffe, Holzstücke, allerlei Puppen, die anscheinend sich gerade in verschiedenen Stadien der Fertigung befinden. Puppenköpfe in grober Form und schon fast ausgearbeitet. Und ansonsten ist das Auffälligste an diesem Raum die gefühlt wohl mindestens 100 Puppen, die auch hier an Wänden, auf Tischen und an der Decke verteilt sind und wahrscheinlich ganz unschuldig auf eventuelle Käufer warten. In einer Ecke ist auch eine kleine Küche zu sehen, die sehr penibel aufgeräumt wirkt. Alles, was zu sehen ist, ordentlich gestapelt und wohl an seinen Platz gelegt. Und bei genauerem Hinsehen fällt dann noch hinten im Raum neben dieser kleinen Küchenecke ein Vorhang auf, der anscheinend noch in einen weiteren Raum führt. Und dieser Raum, Decke war vielleicht das falsche Wort, der ist offen bis zum Dach. Und man sieht eben das Gebälk, an dem eben auch überall Puppen befestigt sind. Gibt's irgendwo so eine Klingel am Tresen? Es gibt nicht einmal einen Tresen, sondern man steht wirklich gleich mitten in der Werkstatt, die wohl gleichzeitig auch Verkaufsraum zu sein scheint. Also eine Schauwerkstatt quasi. Also blöd klingt, ich suche tatsächlich mal nach der Kasse.
Investigation, würde ich dann sagen. Yay, not one, 7. Wo was? Auch immer die sein mag, sie ist nicht da, wo Beatrice sie sucht. Auf jeden Fall würde ich noch meinen kleinen Freund aus seiner Dimensional Pocket holen und ihn auch mal losschicken, dass der in anderen Ecken etc. mal rumschaut. Und auch eventuell, wenn wir unten gucken, ob es irgendwo einen Weg nach oben gibt etc. als Echse. Als kleine Echse kommt er da besser durch die Ecke, durch die Gegend als wir. Wir könnten ihm noch so die Puppe als Reiter draufsetzen. Nein. Okay. Weil spätestens, wenn er eventuell kopfüber an der Decke entlangläuft, habe ich keine Lust, dass mir irgend so ein Drecksding auf den Kopf fällt. Du siehst dann praktisch durch die Augen. Nee, ich lass ihn quasi suchen und wenn er was findet, soll er Bescheid geben. Also für die paar Meter. Also ich mache mich selbst jetzt nicht blind und taub, dass ich durch die Augen meiner Echse gucken kann. Nein. Okay. Ist einfach so quasi mehr Raum. Ein weiteres paar Augen zum Suchen. Ja, beziehungsweise halt schneller oder größere Flächen abzusuchen. Die Echse wuselt los. Macht der Rest derweil dann noch dann irgendwas? Würde ich sagen, schauen wir uns mal um, ob wir irgendeinen Hinweis finden, ob er wirklich nur weg ist oder. Ja, ich würde nach Sachen gucken, wie zum Beispiel eine Tasse Getränk oder halt vielleicht, ob er halt einen Snack liegen hat, das darauf Hinweis geben kann, liegt das da schon länger unberührt, solche Sachen halt. Schön, während ihr nach den offensichtlichsten Dingen sucht, darf ich mich anscheinend mit den Puppen beschäftigen und würde dann einfach mal aus der Neugierde heraus gucken, ob die Machart der Puppe, die Firiel hat, der Machart der Puppen entspricht, die da in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien hängt. Ja. Kriege ich von euch beiden eigentlich jeweils einen Investigation-Check? Ich würde mir noch kurz das Schloss angucken, ob das wirklich einfach so aussieht, als vergessen zuzumachen oder ob es jemand tatsächlich eventuell ungewollt geöffnet hat. Okay. Erstmal Morana, das war eine 6. Eine 6. Okay. Morana vergleicht so die Machart der Puppen. Und sie hat das Gefühl, dass schon irgendwie. Irgendwas kommt ihr ähnlich vor, aber gleichzeitig stimmt irgendwas auch nicht. Und ich hatte auch Sinn. Kannst du mir noch schnell einen Wahrnehmungswurf geben? Perception. Es gruselt sie, auf jeden Fall. 21. Was Morana auffällt, ist, dass es in diesem Raum, sonst zumindest soweit sie sehen kann, keine Puppe gibt, die von der Haut sozusagen ähnlich bemalt wäre. Firiel ja? Sieht sich um und ihr fällt auf, dass keinerlei Spuren von irgendwie so die klassische Tasse Kaffee oder Tee oder so etwas oder ein
Teller mit Essensresten oder Bröseln oder so etwas herumsteht. Da ist nirgendwo etwas zu sehen. Und irgendwas, wenn sie im Zuge dessen die Küche auch anschaut, sieht sie wieder, wie schon vorher bemerkt, sehr ordentlich aufgeräumt, aber auch wirkt fast ein wenig eingestaubt. Also als würde sie nicht benutzt werden. Ja. Und Beatrice, wenn das Türschloss untersucht, fällt auf, es ist auch ein einfaches Schloss aus Metall. Und wenn sie es ausprobiert, ist es tatsächlich so, dass es etwas Nachdruck braucht, damit der Riegel tatsächlich dann in die Falle fällt. Also die... es ist quasi sozusagen ein bisschen verrostet, wenn man so will. Ja, und wenn man nicht aufpasst, dann sie schließt etwas schwer. Okay, also es hat sich zumindest mal niemand gewaltsam Eintritt verschafft. Das ist zumindest schon mal ja. Was Positives. Das scheint so zu sein. Also. Hinten war doch noch der Vorhang, ne? Mhm. Dann würde sich Morana mal dahin begeben, durchtreten wollen. Weg von den Augen. Als Morana zu diesem Vorhang geht, kommt plötzlich etwas unter diesem Vorhang hervorgeschossen. Und sie guckt runter und ist so ein bisschen in Schockstarre. Beim genaueren Hinsehen erkennt sie die kleine Echse, die Beatrice losgeschickt hat und die um Moranas Füße herumläuft, einmal zu Beatrice, dort wieder umdreht und wieder zurückläuft in Richtung des Vorhangs. Heißt das jetzt, sie mag mich oder sie will mich anlocken? Was es heißt, sie hat hinter dem Vorhang wahrscheinlich was gefunden. Okay. Schieben wir mal den Vorhang beiseite. Und das werden wir gleich riechen. Wobei ich den Eindruck habe, dass hier nicht wirklich gelebt wurde. Also die Küche scheint überhaupt nicht benutzt zu sein. Hier steht kein Kaffee, kein Teller, kein gar nichts herum. Ich hatte gehofft, daran erkennen zu können, wie lange hier schon keiner war. Aber vielleicht braucht die Person ja auch keine Nahrung. Was euch auch aufgefallen ist, so ein Verdacht, den ich habe. Was euch auch aufgefallen ist, wie ihr vor dem Haus noch gestanden seid, das habe ich vorhin noch vergessen. Sorry. An dem Haus, Laden, Werkstatt hat sich kein Schild befunden, wie sonst gerne üblich, mit dem der Zweck des Hauses beworben wird. Also wie zum Beispiel beim Kartenmacher auch. Oder bei Tavernen oder sonst irgendwelchen Metzgereien, Geschäften, die alle mit einem Schild oft auf ihre Nutzung hinweisen. Was hat bei diesem Haus gefehlt? Ja, wenn ich illegales Gewerbe betreiben würde. Naja, und ich... Oh, mir was Illegales anschaffen. Also, ne, Moment. Gerade abgelenkt. Ich meine Augenbraue. Diese Hexe hat mich noch verwirrt. Und das Geräusch, was sie gerade gemacht hat, das Quietschen. Ja. Nein, ich meine, wenn ich irgendein illegales Gewerbe betreiben würde, wie eine Spielhölle, ein Bordell oder irgendwas Nettes, Annehmliches, dann würde ich wahrscheinlich auch auf die Idee kommen, vorne irgendwie eine Weberei, eine Schneiderei oder irgendwas reinzusetzen,
was nach was aussieht, aber keinen Zweck erfüllt. Was Nettes, Annehmliches. Das war ein Vorhang, wo die Mauer, die Echse durchkam. Ne? Ich schieb mal den Vorhang beiseite. Der Vorhang gibt einen Durchgang in einen eher kleinen Raum frei, der neben dieser Küche noch von der großen Werkstatt abgetrennt ist. Und dieser Raum besteht eigentlich nur aus einer großen Schlafstätte, wie es scheint. Nicht einmal ein Bett, sondern eher nur eine Polsterung auf dem Boden, einige Decken und Kissen. Und an der Rückwand befindet sich ein großes Regal, das voll ist mit Büchern und Schriftrollen und ähnlichen Dingen, Schriften dieser Art. Und die Echse krabbelt dieses Regal hinauf, als ihr eintretet. Oder ihr geht in den Raum hinein, oder? Ja. Huselt da dieses Regal hinauf und bleibt dann auf einem kleinen metallbeschlagenen Kästchen sitzen aus Holz. Dann gehen wir doch mal her und holen mal das Kästchen da in etwas greifbare Regionen mit Mage Hand. Woran er zückt schon mal ihr Dietrich-Set? Sein kleines Kästchen. Sehr unaufgeregt auch. Dunkles Holz. Macht auch einen stabilen Eindruck. Und ist verschlossen. Und was euch erst nach einem Moment eigentlich auffällt in diesem Raum, aber dann umso mehr, ist, in diesem Raum sind diese Schlafstelle, das Regal mit den Büchern und Schriften, und es liegen auch Bücher an der Schlafstelle herum. Aber es befindet sich hier keine einzige Puppe. Es ist beruhigend, dass diese Person nichts damit zu tun halten wollte, wenn sie hier schläft. Kann euch nur unterstützen. Ehrlich? Hebst du ihr Dietrich-Set hoch? Ja. Und ich guck mal, was da so um die Schlafstelle rum an Literatur liegt. Und ich kümmere mich um die Literatur im Regal. Ihr... Das ist jetzt keine große Schwierigkeit. Ihr findet... Tatsächlich ist das meiste Fachliteratur in dem Sinne. Es geht ums Schnitzen, um Holz, um Stoffe, Nähen, Werkzeuge. Und tatsächlich auch Abfassungen über die Herstellung von Puppen verschiedenster Arten und Romane. Schulzige Romane? Neben dem Kopfkissen findet Beatrice zum Beispiel Nebelwald von einer gewissen Tomania J. Sternlicht, die euch schon einmal begegnet ist und die Murana auch durchaus ein Begriff ist, literarisch. Zumindest hat sie das angedeutet damals.
Ja. Sehr exquisite Lektüre. Ich habe mich nicht erinnert, was für eine Lektüre war das denn? Korporal Helviti hatte das in. Das war allerdings damals der Roman Mondlichthain. Genau. Ja. Eine einschlägige Lektüre. Okay. Nichts, was uns jetzt hier helfen wird. In diesem schönen, verzweifelt, müden Gesichtsausdruck. Gut. Mein! Ja. Ich bin müde! Es war gerade irgendwie sehr passend. Ich würde dann trotzdem. Wir haben hier ein Bett frei. Trotzdem schon mal mein Ritual für Detect Magic anfangen. Gut. Muss ich mir direkt mal schnell anschauen, was das alles genau kann. Oh, das klingt nicht gut. Detect Magic, Shield of Faith, Cure Wounds, Bless, Alarm. Spannend. Mehr als einfach mit Augen drauf gucken und weniger als man möchte. Es geht mir dabei jetzt weniger um das Kästchen, als vielmehr allgemein gucken, ob hier vielleicht irgendwo Magie im Spiel ist. Muss dadurch nochmal was nachschauen. Okay. Gut, ja. Und Beatrice führt dieses Ritual durch. Macht Morana derweil was mit dem Kästchen? Ja, sie hat versucht, es aufzumachen. Ich hatte ein Slate of Hand gewürfelt und hatte eine 3. Hast du gar keine Dietriche? Doch. Das ist aber Bonus. Was geben die Dietriche noch dazu? Proficiency. So. Also macht's mit eine 5. Ja, gut. Ich glaube, wenn man eine 3 gewürfelt hat, ist jeder Bonus, den man hat. Ja, aber es gibt ja auch manchmal den Save auf 5. Kann ja sein, dass es einfach nur ein Gümmelschloss ist, wie so ein Tagesschloss. Ist ja ein Kästchen, das kann man ja ansonsten mitnehmen. Dieses Schloss ist definitiv wesentlich komplizierter als das Schloss an der Truhe vorhin. Und ist auch filigraner. Ja. Ich habe meinen Schlossöffner dabei. Sie drückt einfach Kyriel die Kiste in die Hand. Ich gehe da mal auf die Suche nach so einem Schlüssel. Hab ja Zeit genug, das Regal jetzt auseinanderzunehmen. Ich habe 17 gewürfelt. Also ich habe 17. Für Schlösserknacken. Ja, also Slate of Hand, 16 plus 1. Was man so alles in der Paladin-Schule lernt. Ich wollte gerade sagen, also. Geschickte Finger. Das ist, glaube ich, mein schlechter Einfluss. Also mein guter Einfluss, würde ich sagen. Also. Ich bin der Mittlerin, okay? Morana fängt gerade an, sich in diesem Schlafraum etwas umzuschauen. Da hört sie ein leises Klick. Und sie dreht sich um. Das ist jetzt nicht dein Ernst. War doch einfach.
Blick des Todes. Nicht öffnet, stimmt. Öffnet Firiel das Kästchen, oder? Vorsichtig, ja. Geld. Münzen. Firiel, Silbermünzen, mach. Kupfermünzen, Goldmünzen, wobei eher wenige Goldmünzen. Ja. Mora, das Gesicht kriegt gerade so was Verzweifeltes. Sie atmet tief ein, langsam aus und guckt stoisch einfach zur Seite. Firiel macht die Kiste wieder zu, stellt sie ins Regal. Ach, das hilft uns nicht. Beatrice. I'm in the zone. Du machst das nachher, ja? Hört dich nicht. Verdammt. Na, hören tue ich schon, nur ich werde bestimmt nicht den klassischen Fehler begehen und darauf antworten. Und dann, nein, ich erwarte das nicht. Ich erwarte, dass du es gehört hast, vernommen hast. Und dann klassisch, ach ja, ich darf mein Ritual wieder von vorne anfangen. Yay. Yeah. Ich würde mal unter dem Bett nachgucken. Ich würde die Schlafstadt zur Seite schieben, ob es vielleicht ein Falltüren oder so ein Zeug gibt. Da ist tatsächlich nur Boden. So. Morana sucht die Echse. Die wird irgendwo bei mir in der Nähe sein. Gut, ist gut, gut, hast du gut gemacht, hast du fein gemacht. Yeah. Was machst du weiter so fein? Wird sie drauf trainiert haben. Süß. Jetzt weiß ich auch, warum sie um meine Füße und, ne, gerannt ist. Weil du in der Tür warst und ich nicht. Okay, Beatrice schließt das Ritual ab und ja, es ist ja so das Spüren einer Aura, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Ja. Und in diesem Raum, in dem ihr euch da gerade befindet, ist es eher die Abwesenheit einer Aura, die du erkennen kannst. Und in dem Raum davor allerdings, in der Werkstatt, ist es, als wäre alles irgendwie von einer schwachen Art Magie erfüllt. Weniger etwas Aktives. Gib mir mal einen Arcana-Check. Beatrice, kommt es eher vor, als wären es Rückstände. Nicht etwas gezielt darin Versenktes sozusagen oder Eingebettetes, sondern eher ja, wie Staub, der sich über Dinge gelegt hat. Und würde ich mal versuchen zu konzentrieren, was das für Staub sein könnte. Beatrice konzentriert sich genauer darauf und die Schule, die sie ausmachen kann oder die diese Rückstände beherrscht, scheint die Schule der Beschwörung zu sein. Okay. In diesem Moment erfassen die
Sinne deines magischen Gespürs in dem anderen Raum auch etwas, das, wie du, soweit du es durch die Wand spüren kannst, auf dich den Eindruck einer Person macht. Und ihr hört plötzlich eine sanfte, leise, aber irgendwie heisere Stimme, dieser Bereich ist nicht für Kundschaft gedacht. Womit kann ich dienen? Wir waren etwas besorgt, als wir niemanden gefunden haben und die Tür offen war. Und haben uns deshalb ein wenig umgesehen, ob jemand in Not wäre. Und sie würde nach vorne treten, dann raus. Mal schauen, ne? Und sie Discord. Oh, ich schrei gleich. Iriel erblickt eine junge, sehr blasse Frau in fahlen, farblosen Gewändern. Das blasse Gesicht mit den dunklen Augen und langem schwarzen Haar eingerahmt. Sehr lobenswert. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, tatsächlich. Wir ermitteln bezüglich, also will ich kurz fragen, den Typi, der war tot oder war der verschwunden? Ich weiß es nicht. Der war tot. Den habt ihr da in der Gasse gefunden, bevor ihr euch mit dem einen Monster gekloppt habt. Den habe ich noch Sachen weggenommen. mit dem Fall des getöteten Kartenmachers. Und in dem Kontext haben wir eine Puppe gefunden. Und naja, wir dachten, hier wäre vielleicht zum einen, es ist nicht weit weg, und zum anderen, ihr scheint die Expertise dafür zu haben. Wir wollen einfach Verbindungen prüfen. Zeigt mir diese Puppe. Ich hole die Puppe raus. Stehen Beatrice und ich gerade noch in dem Hinterraum? Hm. Also ich bin noch nicht da weg. Ja. Sie hat halt wir gesagt, da müsst ihr mit leben. wir stehen noch hinten. Ich meine, dass du wir gesagt hast, warum wir hier sind, ist ja okay. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, wenn man sich, also selbst die unsere markantesten Professoren an der Uni machen sowas nicht. Und da gibt's ein paar, die haben ein Ego, denen ich das an und für sich zutrauen würde. Buchana ist gerade sichtlich verwirrt. Ich kann dir nicht folgen. Ich auch nicht. Ja, einfach so aufzutauchen. Ach so, ja. Hm? Durch die Tür? Moment, was hast du gerade gesagt? Und zudem wurde Morana hier auch irgendwas mal beschworen. Ihr guckt so um den Vorhang zu dieser
Erscheinung, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt eine Person. Mhm. Ist die wirklich so blass, wie ich das glaube zu sehen? Fängt so die Augen und kramt zu ihrer Tasche nach der Brille. Es scheint auch mit Brille tatsächlich so zu sein. Dann guckt sie sich die Klamotten so an. Mhm. Kramt in ihrer Hosentasche. Holt so diesen Fitzel raus. Mhm. Und guckt nochmal. Sie vergleicht. Es besteht zumindest eine ziemliche Ähnlichkeit. Jetzt so auf ein paar Schritt Entfernung. Beatrice, wir hätten diese Puppe nicht ausgraben dürfen. Und dreht sich wieder so mit dem Rücken an die Wand. Und hier ist dann der Vor... Oh, ich bin weg. Hier ist dann so der Vorhang. So. Und sie guckt so in den Raum rein, so Begal und so Beatrice. Guckt aber dann trotzdem zu der Kiste hoch mit dem Geld. Lass sie mich da vorne jetzt gerade alleine stehen, oder wie? Ja. 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 Das hast du also, richtig erkannt. I need backup. Also. Und du hast die Puppe in der Hand, also du in der Tasche, wollte ich nur mal so sagen, ne? Ja, jetzt nicht mehr, ich hab sie rausgeholt. Okay. Du meinst also vielleicht, dass die Puppe den Geist von der Dame beinhaltet? Ja. Ich habe da mal so ältere Herrschaften in der Taverne reden hören, die davon gesagt oder gesprochen haben, dass es Puppen gab, in die man Seelen eingesperrt hat. Und wenn diese Puppen wieder ans Tageslicht kamen oder zerbrochen sind, dass diese Seelen entwichen sind und dann wieder unter den... Also ihr altes Leben eventuell... Was sollte mir gerade diese Zeichensprache gerade sagen? Weniger saufen. Sie hat nur zugehört, sie hat den Menschen gehört. Ich will nicht unhöflich sein, aber... Dürfte ich eure Begleitung bitten, meinen privaten Raum zu verlassen? Ich frage mich, warum sie schon nicht längst hier sind. Kommt ihr denn bitte mal? Wir müssen noch ein bisschen was bequatschen. Wir sind gleich da, aber keine Angst. Wir bringen nichts in Unordnung und nehmen nichts mit. Wir suchen die Echse, die gerade abhanden gekommen ist. Iril rollt mit den Augen. Morana sucht ihren Dolch. Das kann nicht, wenn ich trinke. Nicht, wenn ich trinke. Der war verdient. Ja, es ist ja nicht mal mein Dolch. Aber ich würde ihn adoptieren. Er ist gut erzogen. Naja, bis zu dem Punkt, wo ich ihn wieder als Raben brauche. Oder als anderes Tier. Wenn er dann immer noch Geld findet, ist es mir, soll es mir nicht sein. Aber nur Hasen vielleicht nicht, weckt schlechte Erinnerungen. Und Puppen bitte auch nicht. Vor allem nicht Puppen, die dann loslaufen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass in der Puppe die Seele der Puppenmacherin steckt. Oder steckte. Warum oder wieso sollte Gott? Warum ich dieses Liebesgedöns nie unbedingt so. Wie laut unterhaltet ihr euch da hinten eigentlich? Also ich flüstere nicht, aber ich schreie es auch nicht heraus. Also. Naja, da ist nur ein Vorhang dazwischen. Ich denke, die 3 Meter kann ich hören. Ja. Und die Dame neben mir auch.
Ich habe hier gerade so die Puppe in der Hand und schüttel einfach nur den Kopf und denke mal so. und dann die Puppe in die Kiste mit den Briefen. Sie dreht, Morana dreht sich um, guckt so um die Tür herum. Entschuldigen Sie bitte, junge Dame. Hatten Sie zufällig eine Liebesbeziehung mit dem Kartenmacher? Jetzt schluckt junge, Ferie. Die junge Dame steht gerade da und betrachtet so diese Puppe, die ihr Firiel da hinhält und hebt dann den Kopf, um Morana direkt anzublicken. Oh, die hat so gruselige Augen, flüstert sie. Ja, diese Augen haben relativ große schwarze Pupillen mit einem eher schmalen Ring von eisblauer Farbe. Eher milchig hell. Räume, aus denen Albträume gemacht sind. Sie blickt Morana damit fest an. Dann seufzt sie tief. Nein. Zumindest nicht von meiner Seite. Es ist mir nicht verborgen geblieben, dass er vor längerer Zeit gewisses Interesse an mir hegte. Definiert vor längerer Zeit? Morana schält sich indessen um den Türrahmen rum und kommt dann in den anderen Raum rein und winkt irgendwas Undeutsames zu Beatrice. Wahrscheinlich sowas wie hol die Kiste. Nicht das? Das kriegst du nicht mit, das ist hinten im Rücken von Morana. Es sei denn, du kannst durch Morana durchgucken und durch die Wand. Zeit ist ein etwas schwieriger Begriff. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Nutzer jung und schön war wahrscheinlich noch, hätte sein nur noch untot. Ich habe schon länger nicht mehr darauf geachtet. Er war ein junger Mann. Doch für mich nicht von Interesse. Und sie seufzt noch einmal. Ja, sagen wir, ich habe zumindest Teile dieser Puppe gefertigt. Ich erkenne mein eigenes Handwerk. Doch ich habe ihr nicht diese letzte Form gegeben. Das kann ich euch versichern. Ja. Okay. Ich würde mal so sie und die Puppe vom Aussehen her vergleichen. Wahrscheinlich relativ ähnlich, oder? Ja, das ist schwierig, da keine Ähnlichkeit wahrzunehmen. Wie, weil sie sagte, der Kartenmacher war ein junger Mann. Wie alt kennen wir ihn? Wie ihr ihn gefunden habt, schien er so in seinen 50ern zu sein. Ja, der war schon alt. Es sei denn, sie ist sehr viel älter und für sie sind 50 Jahre halt nichts. Das denke ich jetzt nur. Ich spitze um. Ja. Aber ihr habt gesagt, dass ihr sozusagen
auf die Sicherheit bedacht wart und deshalb hier nach dem Rechten gesehen habt. Und ja, wir wollten eben nach der Puppe fragen und wir sahen zwar das Schild, dass ihr gleich zurückkommen wolltet, aber die Tür war nicht verschlossen. Und so war ich eventuell besorgt, ob nicht vielleicht ihnen was zugestoßen sein könnte. Ja, ich sollte da vorsichtiger sein. Dieses Schloss sollte einmal ausgetauscht werden, denke ich. Ja, ist nicht aber gut. Wie ich euch ansehe, Firiel trägt ja sie trägt die Uniform, ja. Die Uniform, genau. Gehört ihr ja der Ordnung dieser Stadt an? Quasi, ich bin in Ausbildung. Nun, ihr nehmt eure Pflichten anscheinend ernst, nachdem ihr dankenswerterweise hier nach dem Rechten gesehen habt. Aber vielleicht muss ich euch als Bürgerin dieser Stadt um etwas bitten. Ja, was wäre genau das denn? Jetzt kommt. Morada guckt so. Ja, Beatrice, mach du die Augen auf. Sag ich mal, habe ich, während sie spricht, irgendwann mal so das Gefühl, dass ich mit Magehand ein bisschen an diese Kiste rankäme. Wehe. Morana will Beatrice irgendwann heiraten. durchaus möglich, ja. Kommt ihr beiden denn mal nur nach vorne? Ja, gleich. Ich stehe an der Wand. Und, ja, also ich würde nicht die ganze Kiste mitnehmen. Ich würde einfach versuchen, so 2-3 Münzen da rauszunehmen. Vor allen Dingen, nachdem ich gehört habe, eben, dass sie sagt, er war ein junger Mann. Voll, das fällt dann an mich zurück, ey. Welche der Münzen willst du mitnehmen? Das ist mir, dass ich ja nicht auf das Regal gucken kann, wo die Kiste steht. Die ist jetzt wieder hochgestellt. Ja, greife ich einfach mit Mage Hand rein und nimm halt so eine kleine Handvoll. Mhm. Sind wahrscheinlich dann einfach wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Weil wie gesagt, es geht mir tatsächlich weniger um den um den Wert natürlich. Wäre der schön dann hinterher auch zu wissen, aber erstmal geht's nur darum, ein paar Münzen zu haben. Mhm. Das sind 7 Münzen. Die Vögel sind nicht zu laut. Nö. Das sind so ein Krakeln hier. Wenn's mitschreiben willst, einmal Kupfer. Nochmal Kupfer. Nochmal Kupfer. Wow. Nochmal Kupfer. Geschieht dir recht. Ich glaube, die hat nichts verdient. Silber. Noch eine Silber. Und noch eine Silbermünze. Also 4 Kupfer und 3 Silberband. Ja, wie gesagt, die wandern erstmal in meine, ja, in meine Tasche. Und dann komme ich halt auch vor. Okay. Kriegst schon Firiel einen ernsten Blick, weil es so gedauert hat. Naja, 25 zu finden ist nicht so leicht. Ja, der windet sich ganz schnell aus den Angelegenheiten heraus. Seid mir auch gegrüßt. Hättest du ihn unter Kontrolle. Nachdem ihr eher zufällig hier eingetreten seid, will ich mich natürlich vorstellen. Mein Name ist Vere Amelin, Puppenmacherin und Bürgerin dieser Stadt. Und
Ich als Vertretung von Recht und Ordnung bitte ich euch um Hilfe bei einer Angelegenheit, die mir etwas Sorgen bereitet. Ja, sie nickt langsam. Wie der wäre? Ich werde beobachtet. Morana hat die Augen groß und man kann so in ihrem Gesichtsausdruck dieses Nein einfach sehen. Doch. Und sie muss kurz den Kopf schütteln und Wie äußert sich das? Nicht von Ihnen hier. Und jetzt geht ein etwas sorgenvoller Blick zu den Puppen. Iriel beachtet es ist mehr weniger. Ein unheimlicher Mann. Er scheint mir zu folgen. Mein Haus zu beobachten. Immer wieder bemerke ich ihn auch, wenn er sich bemüht, nicht von mir gesehen zu werden. Ich fürchte um meine Sicherheit. Seit wann ist das so? Seit einigen Wochen. Gab es in dieser Zeit irgendein außergewöhnliches Ereignis oder war er als Kunde hier? Kein Ereignis, das mir bewusst wäre. Und er hat sich auch noch nicht näher an mich heranbegeben, was ich durchaus begrüße. Aber oh, da beugt sich. Es vermag vielleicht nicht so zu bleiben. Ja, das bedeutet leider nichts. Morana darf. So. No. Er beugt sich zu Firiel vor und also der Kartenmacher kann es ja nicht mehr sein, der ist tot. Und der war auch schon älter. Nur den Kartenmacher, der Kartenmacher war ihr bekannt, das hätte sie gesagt, nicht wahr? Als junger Hört Mann. Könnt ihr, sie geht da erstmal nicht drauf ein, aber Morana kann schon sehen, dass sie schon verstanden hat, worauf Morana anspielt. Könnt ihr uns den Mann denn beschreiben? Nun, ich kann euch zumindest sagen, wenn ich ihn gesehen habe, war er zumeist in eine Art dunkler Roben gehüllt, mit einer großen Kapuze. Ich kann euch sagen, dass er wohl sehr dünn zu sein scheint. Ich kann mich an eine feingliedrige Hand erinnern, die ich einmal gesehen habe. Und als ich einmal bemerkte, dass ich an ihm vorbeiging, hatte ich das Gefühl, als würde mich ein Schädel anstarren. Jetzt für mich als Erinnerung, wir waren ja damals, als wir durch diese unterirdischen Gänge mal geflüchtet sind, sind wir ja bei so einer Art Kult irgendwie gelandet, ne? Relativ am Anfang, wie waren die denn gekleidet? Das Random eher, ne? Scheint nicht zusammenzupassen. Okay. Nee, passt schon. Könnten eure Nachbarn irgendwas gesehen haben? Möglich. Ich muss zugeben, wir haben nicht
viel Kontakt. Wohnt hier überhaupt jemand außer euch? In diesem Haus? Nein. In der Nachbarschaft. Oh, durchaus. Ich glaube, verschiedenstes Volk. Weil, muss sagen, die Straße ist verhältnismäßig ruhig. Ja. Um nicht zu sagen, abgelegt. Verlassen. Nun, das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Aber ja, mir ist aufgefallen, dass es heute außerordentlich ruhig in den Gassen ist. Ich vermute allerdings, das könnte damit zu tun haben, dass eine Vielzahl derjenigen, die sich normalerweise hier auf den Straßen bewegen, gerade die vergangenen Festivitäten ausheilt. Gibt es habt ihr Freunde oder Bekannte, bei denen ihr für eine Weile unterkommt, damit ihr nicht alleine sein müsst? Falls er wieder da ist, dann seid ihr, das hält sie öfters eher noch zurück erstmal? Nein. Okay. Das kam schnell. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht genau weiß, ob ich noch Verwandte oder Bekannte hier in der Gegend habe. Könnt ihr euch vorstellen, warum jemand in eurem Laden Beschwörungsmagie benutzen sollte? Ja. Das kam. Dann wäre ich sehr an dem Grund interessiert. Ich glaube, es ist in dieser Stadt kein Verbrechen, derlei Magie zu benutzen. Nicht Nein, wahr? Aber es ist ungewöhnlich. In einem Handwerksladen Dinge beschworen zu sehen oder Kreaturen, Leute, Seelen. Firiel guckt zu deiner Tote. Echse und hebt eine Augenbraue. Die ist nicht beschworen, die ist nur rausgeholt aus der Jacke. Es geht nochmal so ein vorsichtiger Blick über die Puppen. Ich verwende selbst Magie dieser Art. Blick bleibt auf den Puppen haften. Weil ihr ab und zu, sollte ich selbst nachschauen, bevor ich jetzt da irgendwas in den Raum werfe, wenn man die Schulen nicht so genau im Kopf. Ich hoffe, ich hab's auch richtig. Weil ihr eventuell hier und da eine dritte Hand braucht. Und würde dann eben The Mage Hand erscheinen lassen. Durchaus. Sie hebt so die Hand und neben ihr erscheint eine ähnliche durchscheinende Hand. Kann im Handwerk durchaus nützlich sein. Und Entschuldigung. Das finde ich auch sehr nützlich. Entschuldigung. Fehler gemacht, falsche Beschreibung. Es erscheint keine durchscheinende Hand, sondern aus einer der Werkbänke klettert eine durchscheinende Marionette, die dann mit hängenden Armen auf die Wand stehen bleibt und zu der jungen Frau schaut. Aber er scheint mir die Magie schlichtweg einfach eine ähnliche Funktion wie die Mage Hand zu haben, nur anders auszusehen. Genau. Gut. Viriel scheint sich an der Marionette deshalb auch nicht groß zu stören zu scheinen. Magie kann je nach Person ja durchaus anders aussehen.
Es ist schön, dass ihr so ruhig seid. Ich finde das beunruhigend. Und der Blick ist von den Puppen quasi auf diese Marionette gegangen. Das ist einfach nur das, was Rana auch immer wieder macht. Sieht nur anders aus. Was hast du gerade gesagt? Das ist das, was ich auch mache, aber es sieht nur anders aus. Beatrice. Mein Gott. Beatrice hat sie gemeint. Vielleicht ist es gerade die Form. Vielleicht ist es gerade die Form, die ich so. Und sie guckt zu den Puppen und zu dieser Marionette. Also. auf jeden Fall würde ich vorschlagen, in Anbetracht der Situation, wenn ihr von einem Mann verfolgt wird, dass ihr wirklich da schauen könnt, dass ihr euer Schloss vielleicht, damit ihr auf jeden Fall zumindest da sicher seid, wenn ihr nicht woanders unterkommen könnt. Ich kann ja mal in der Enklave nachfragen, ob es schon Problemverursacher mit der Beschreibung gab. Sie ist natürlich sehr vage, da kann ich wahrscheinlich nicht viel erreichen, aber ich kann auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr ein Auge auf diese Angelegenheit oder auf diese Person selbst werfen könntet. Riel nickt wieder. Früher, was ich Morana. Morana guckt einfach mal nach oben, weil das ging relativ hoch, ne? Der Dachgeschoss. Ja. Und guckt sie einfach mal so hoch, so zwischen das ganze Gebälk, weil offene Tür, jemand, der sie beobachtet. Kann ja auch heißen, dass jetzt einer da drin ist und sich da oben versteckt hat. Oh Gott, da wäre wieder diese Geschichte nach oben gucken. Ah! Ja, genau. Gib mir einen Perception-Check. Nicht, dass wir das gestern nicht auch schon hatten. Eine 21. Morana blickt nach oben in der Dunkelheit zwischen dem Gebälk. Ist es erst etwas schwierig, etwas zu erkennen. Aber nach einigen Augenblicken, nachdem sich ihre Augen daran gewöhnt haben, ist sie sich eigentlich sicher, dass dort oben außer Puppen und vielleicht dem ein oder anderen verlassenen Vogelnest nichts zu finden ist. Zumindest nichts in der Größe einer Person. Nickt sie kurz und schaut wieder nach unten. Dann nehmt ihr euch der Sache an? Ja. Ich werde zwar noch Informationen brauchen, weil die Beschreibung ja so vage ist, aber ich denke, ich werde... Kontaktiert uns, wenn ihr ihn wieder gesehen habt und vielleicht mehr gesehen habt. Ich werde auf jeden Fall nachforschen, ob so eine Person Probleme macht und vielleicht regelmäßiger hier vorbeischauen. Ich bin auch durchaus bereit, euch für eure Hilfe etwas zu entschädigen. Ich bin nicht reich, aber das ist in meinem Fall nicht nötig. Nein, oder nicht. Kann ich bestätigen. Timing. Kann ich bestätigen mit nicht reich. Sie blickt Beatrice an mit einem relativ ausdruckslosen. Ja, ich meine, man muss ja sich nur angucken, wie er wohnt. Ich meine, ihr habt noch nicht mal ein Bett. Morana würde kurz intervenieren. Ich habe es gerade nicht mitbekommen, aber wo genau waren denn diese Begegnungen mit dem Mann, der euch beobachtet? Beatrice, könnt ihr euch daran noch erinnern? Nun, ich habe festgestellt, dass er von der Straße aus immer wieder mein Haus beobachtet hat. Und ansonsten an verschiedenen Orten
auf dem Marktplatz, wenn ich Vorführungen durchgeführt habe. Firin zückt und tatsächlich ein kleines Notizbuch und schreibt sich Sachen auf. Bisweilen habe ich ihn in einer Seitenstraße bemerkt, wenn ich auf dem Weg zum Markt oder zu Kunden war, wenn ich Bestellungen ausgeliefert habe. Also es hat sich jetzt nicht irgendwo besonders gehäuft. Nun, die häufigsten Sichtungen waren noch von dem Fenster meiner Werkstatt hier aus, wenn ich ihn dort draußen auf der Straße einmal bemerkt habe. Firil geht auch mal ans Fenster der Werkstatt und prägt sich mal so den Blickraum ein, was sie einsehen kann. Mittlerweile ist da tatsächlich wieder mehr los draußen. Mhm. Oder zumindest im Moment. Fuhrwerk fährt vorbei. Einige Leute sind unterwegs. Eine Reiterin kommt vorbei und eine Gruppe Studenten, die sich unterhalten, aber anscheinend eher leise. Sie scheinen jetzt keinen großen Wert auf lautes Gespräch zu legen. Die erwähnte Gasse, ist die auch zu sehen von hier aus? Gib mir auch mal einen Perception-Check. Biriel blickt in Richtung der erwähnten Gasse. Und es scheint dir, als würde dort tatsächlich eine schattenhafte Gestalt stehen im Eingang zu dieser Gasse. Es geht ein Ruck durch Firiel. Sie geht aus dem Laden raus und geht schnurstracks dahin. Was machen die anderen? Morana. Ich glaube, der Hund hat die Witterung aufgenommen. Ja, gib ihm schon mal hinterher. Ich komme gleich nach. Gut. Und Morana geht mit. Und an der Frau würde sich einen komischen Bogen machen. Die ist ja etwas gruselig. Hat er den mal angeguckt? Die sind auch wie eine Puppe. Der Blick der Frau würde Morana folgen. Oh Gott, das ist... Ja, dieses Gänsehautgefühl. Sie muss sich kurz schütteln. Ihr habt irgendwann mal erwähnt, dass ihr Teile der Puppe gefertigt habt. Richtig. Da habt ihr eine Idee, wer die anderen Teile gefertigt haben könnte? Ich meine, es ist jetzt nicht gerade gängiges Wissen, wie man Puppen oder Puppenteile herstellt, würde ich jetzt mal annehmen. Der Qualität der Fertigung nach würde ich fast vermuten, dass Norm diese selbst durchgeführt hat. Mhm. Super. Habt ihr eventuell sonst noch eine Idee? Also, ich meine, er hat die Puppe vergraben. Könnte das bedeuten, dass er euch vielleicht, na, ihr wisst schon, sehen wollte? Ich hoffe es nicht. Und das Kästchen sah so ein bisschen, es hatte schon was wie so ein Puppensarg. Ich weiß nicht so recht, aber er hatte schon
Die Leute reden ja gerne. Und auch wenn mich das Ganze nicht wirklich interessiert, hatte ich schon das Gefühl, dass etwas getratscht wurde und die Leute mit seinem Interesse an meiner Person eher wenig anfangen konnten. Es erschien ihnen wohl doch eher speziell. Und dann noch eine letzte Frage, bevor ich meinen Kameraden denen folge. Was ist das Letzte, an das ihr euch so erinnert? Also außer den creepy Dude. Ihr meint, bevor ich euch hier begegnet bin? Oder ja. Ich habe eine Puppe an einen Kunden geliefert. Dürfte ich fragen, wer das war? Einfach nur, um sicher zu gehen, dass eben nichts, dass da eben alles in Ordnung ist und der nicht vielleicht auch irgendwie mit drin steckt oder vielleicht auch in Gefahr ist. Ein Puppentheater in der Oberstadt. Okay, das werden wir finden. Sie. Gab's da irgendeine besondere Person, den, keine Ahnung, Besitzer, Direktor? Der Theaterleiter, ja. Er hatte die Puppe für ein neues Stück bestellt. Und, Dankeschön. Sie kann dir sogar noch eine Adresse des kleinen Theaters geben. Und dann würde ich auch den Laden verlassen. Okay. Die anderen sind schon etwas weiter vor. Ja, Firil wollte ja eigentlich nicht unhöflich sein, aber sie wollte keine Zeit verlieren, falls der Schatten verschwindet. Sie ist da schnurstracks los und dort hinüber, und als sie näher kommt, kann sie die Person ein wenig besser erkennen. Allerdings verschwindet diese im nächsten Moment in die Gasse hinein. Und brauchen wir wieder einen Wahrnehmungswurf. Also Wahrnehmungswurf. Ich hab Déjà-vu. Dass ich jetzt hier mehr erkannt habe, oder wie? Mutzige 20. Was du alles erkannt hast. Kann ich selber gerade noch mal schauen. Okay, 20 hast gesagt, was? Ja. Genau. Die Beschreibung war, soweit du erkennen kannst, relativ präzise. Die Gestalt scheint tatsächlich sehr schlank und dünn zu sein. Diese lange, wallende dunkle Robe ist recht schmal. Unter der
dem Schatten der großen Kapuze kann Firiel gerade noch so ein sehr hageres Gesicht erkennen, das auf den ungenauen Blick tatsächlich ein wenig das Gefühl eines Schädels erweckt. Die Haut scheint irgendwie etwas Pergamentartiges zu haben, was sie sehen kann. Sie, Firel, kann auch erkennen, dass da anscheinend irgendwelche Tätowierungen im Gesicht sind. Und die Augen kann sie allerdings nicht erkennen auf den schnellen Blick, da sie wohl sehr tief in den Höhlen zu liegen scheinen. Ich habe irgendwie eine junge Version von Tarkin im Kopf. Ja, ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt jung, aber... Oder ja. Oder Tarkin aber, generell, weil der hat ja wirklich... Ja, könnte sagen, vielleicht noch etwas ausgeprägter. Noch ausgeprägt, okay. Ja, aber das ist eine ganz gute Assoziation, ja. Nehme ich. Okay. Und wie gesagt, die Gestalt scheint dann zu bemerken, dass Firiel direkt auf sie zusteuert und verschwindet dann schnell in der Gasse dahinter. Tattoo im Gesicht ist auf jeden Fall, alles ist nicht so üblich, oder, ne? Hat nicht gerade jeder Zweite. Nee, sie würde ihre Schritte beschleunigen und ihm folgen. Mhm. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich jetzt gerade in dem Moment in der Gasse stehen wird. Hat sich angeboten. Firiel folgt dem Mann in diese Gasse. Und als sie um die Ecke kommt und die Gasse hinunterblickt, kann sie gerade noch so wehen schwarzen Mantel um die nächste Ecke verschwinden sehen. Rennt weiter nach, also sie fängt jetzt auch an zu rennen. Ich verliere dich gleich. Ja, gut. Folgst ihm weiter und kommst um die nächste Ecke, um die er verschwunden ist, um wieder gerade noch zu sehen, wie er in eine weitere Gasse einbiegt und dieser verschwindet. Ja. Gib mir mal einen W20-Wurf. Der ist reingefallen. Firiel rennt weiter hinterher. Die Leute, die auf der Straße unterwegs sind, bleiben teilweise stehen und wirken etwas irritiert und schauen ihr hinterher. Und, ach, und ihm nicht, oder was? Wohl doch. Die schauen uns hinterher. Der erste Laufende ist womöglich noch nicht so bemerkenswert, aber wenn dann mit Abstand jemand hinterherläuft, ist es dann anscheinend doch irgendwie interessanter. Und anscheinend kann Firiel den
Abstand halten. Und den Flüchtigen im Auge behalten. Da es ihr erneut gelingt, zu sehen, wie er wieder um eine Ecke biegt. Er scheint in Richtung Bachgrund unterwegs zu sein. Das ist ein Viertel, das an dem Buchgard angrenzt. Zumindest, was Firiel sich so orientieren kann, geht es grob in diese Richtung. Mhm. Allerdings hat sie auch das Gefühl, nicht wirklich näher zu kommen. Ja, das frustriert sie ein bisschen, aber es ist halt schwierig, wenn da Leute rumlaufen. Ne? Hm. Ihr anderen, lauft ihr hinterher oder versucht ihr dran zu bleiben? Ich war als nächstes hinter ihr her, versuche ihr zu folgen, gucke aber gleichzeitig nach hinten zu Beatrice, um damit sie auch nicht den Anschluss verliert. Und versuche mir dann eigentlich die Reaktion der Leute dazu nutze zu machen, um Firiel zu folgen, aber auch gleichzeitig Beatrice im Blick zu halten. Beatrice ist aus der Tür gekommen, wie Morana dann gerade so sich der Gasse genähert hat. Firiel war da schon weg. Das wäre so die Situation. Und im Prinzip wäre es euch möglich, dem Ganzen so zu folgen. Bemüht sich Beatrice dann zu Morana noch aufzuschließen, oder? Also ich würde... Ja, im gewissen Sinne schon. Mhm. Okay, das sollte dann auch klappen. Zu Firiels Frust handelt es sich hier um ein, ja, um eines der ältesten Viertel der Stadt, das auch leider sehr verwinkelt ist. Und so ist es anscheinend gar nicht einfach, zu dem aufzuschließen. Gib mir mal einen Inside-Check. Net 20. Ah. Firiel beschleicht irgendwie das Gefühl, als wollte die Gestalt, dass sie ihr folgt. Mhm. Und als würde die Gestalt darauf achten, den Abstand immer gleich zu halten. Dann werde ich tatsächlich langsamer. Mhm. Folge noch, aber langsamer, solange es halt noch geht. Es geht wieder so um 2-3 Ecken. Mittlerweile ist es schon ein bisschen schwer geworden, die direkte Orientierung zu behalten. Mhm. Firiel weiß grob, wo sie ist, aber... Ja, sie ist jetzt auch langsamer geworden. Mhm. Und finden die anderen sie ja dann irgendwann sogar noch. Es scheint so, als würde der Abstand trotzdem der gleiche bleiben. Während von hinten dann Morana und Beatrice aufschließen. Und als sie Firiel erreichen, seid ihr tatsächlich schon in dem anderen Viertel. Und... Ja, sie sagt ihnen dann auch direkt... Er wollte verfolgt, dass ich ihm folge. Selbst als ich langsamer wurde, blieb der Abstand gleich. Kein Gutes. Ist ja zu dumm, dass keiner mehr bei der Frau ist. Ja, das ist auch mein Gedanke. Soll einer von uns zurück?
Also wenn, mache ich das. In diesem Moment biegt ihr wieder um eine Ecke auf einen größeren Platz, der etwas trostlos zwischen den vornübergebeugten Fassaden sehr alten Fachwerks sich kauert und zu einer Seite hin könnt ihr einen alten verwachsenen Friedhof erkennen. An dessen Rand sich etliche alte, teils verfallene Gebäude drängen. Ihr hört das etwas wimmernd klingende Schlagen einer alten kleinen Glocke vom Friedhof herüber und seht eine kleine Gesellschaft in dunklen Gewändern mit gebeugten Häuptern, die gerade diesen Friedhof verlassen. Und ein großgewachsener, kräftiger Mann in der Zunftkleidung eines Totengräbers zieht einen klapprigen Holzkarren hinter sich her und folgt dabei dieser kleinen Gesellschaft vom Friedhof herunter, die gerade diesen Platz betreten. Von der Person, die ihr verfolgt habt, ist im Moment nichts zu sehen. Ich lasse mal meinen Blick um den Platz schweifen und würde Beatrice dann zunicken auf den Vorschlag mit ihr zu gehen. Bis auf diese kleine Trauergesellschaft ist der Platz relativ leer. Ihr seht ein paar Katzen herumstreunern. Ein Hund liegt vor einer Haustüre und hebt kurz den Kopf, als ihr da auf den Platz tretet. Ein Schwarmhalsbandsittiche fliegt vorbei. Scheint allerdings zu und beschließen. Und wir hören den Marktschreier: Esst mehr Käsetoast. Am Friedhof? Ja, vielleicht gibt's. Das Catering dran. Da, wo dieser Spruch herkommt, kannst du diesen Spruch überall antreffen. Ja. Man kann sogar mit Käsetoast bewaffen werden. Lecker. Wenn man ihn vorher fangen kann, lecker. Ansonsten. Bäh. Ja, Beatrice läuft wieder zurück. Ja. Okay. Das dürfte so einfach 10 Minuten ungefähr sein, wenn sie sich genauso beeilt also, wie auf dem Hinweg. Ja, also ich würde schon, ich würde nicht rennen, aber ich würde schon zügigen Schrittes. Mhm. Wandern. Gut. Und derweil die anderen beiden? Ja, ich würde mal zumindest mal für den Moment. Also bei der Friedhofgesellschaft hat er sich nicht dazwischen gemogelt, richtig? Nein, das sieht nicht so aus. Sie würde nur an den Rand des Friedhofs gehen und da mal halt so einen Blick reinwerfen. Mhm. Es scheint tatsächlich wirklich ein sehr alter Friedhof zu sein. Das Viertel gehört mit dem Buchgard
zu den alten Kernvierteln der Stadt. Und es sind viele teils schon überwucherte Gräber und Grabmale zu sehen. Auch einige sehr sorgfältig gepflegte, aber insgesamt hat der Friedhof eher etwas Verwildertes und eher so ein bisschen ein Gefühl des Verlassenen, das eben bisweilen durch die vereinzelten gepflegten Gräber etwas durchbrochen wird. Kann ich Bewegung ausmachen? Im Friedhof jetzt gerade fällt Firil nichts auf. Abgesehen von ein paar Blicken gerade der abziehenden Trauergesellschaft. Sie hat ihn ja nicht betreten. Nee. Sie blickt so Morana an. Was mich wundert ist, die ganze Zeit hat er den Abstand gehalten, selbst als ich langsamer geworden bin, und jetzt ist er weg. Warum hier? Ja. Weil er uns wahrscheinlich genau da hat, wo er uns haben will. Wieso? Hat er die Hoffnung, dass wir nachsehen und ein Grab mit ihrem Namen finden? Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich mich noch auf dem Friedhof umgucken. Ich werde mal die Gassen hier ausspähen, dann schau du dich auf dem Friedhof um. Ich passe da nicht so ganz hin. Du bist meistens finsterer angezogen als ich. Das ist eine Frage des Stils und des Nutzens und so. Was, ich trage eine blaue und die Uniform mit einer Rüstung. Etwas echauffiert schlägt sie sich den Kragen des Mantels hoch und richtet so ihren Schal, den sie denn da noch hat. Und wird dann durch den Friedhofstor gehen. Das ist ein modisches Statement. Ja, der besten Schneiderin. Ich meine, weißt du hast Cyril selten, also außer wenn ihr wirklich nur in die Kneipe geht und vorher nicht irgendwas gemacht hast, aber du siehst Cyril ganz selten nicht in Uniform. Sie hat nicht immer die Rüstung an, aber meistens mindestens irgendwo die Uniform. Ja, das ist ja das Schlimme. Mhm. Die kann nicht abschalten. Hat wahrscheinlich keine anderen Klamotten als nur die Uniform in fünffacher Ausfertigung. Sorry, wir können uns nur die Uniform leisten. Gut. Morana begibt sich dann auf den Friedhof und Firil ist weg. Sieht sich den Platz an, deswegen widmen wir uns erstmal Morana. Sie sucht nach einem Grabmal mit dem Namen der Puppenmacherin, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, das war eigentlich eher ein Scherz. Also, sie könnte tatsächlich so beiläufig mal die Gräber, einfach mal so die Namen durchgehen. Aber eher aus Interesse und Spaß daran, wie wir und Krude so manche Namensschöpfungen wahrscheinlich eher sind. Hm. Aber sie würde dann tatsächlich eher nach einer überwiegend vermummten Gestalt gucken. Oder einer Gestalt, die sich vielleicht verdächtig benimmt, nicht so wirklich hierher zu passen scheint. Hm. Okay, dann brauche ich jetzt einmal einen Investigation und ein Perception-Check. Ach, falsch. Moment. Das war Intimidation. Das, nee. Nicht ganz. Kann man also machen. Also Investigation 2, hey. Yay. Und was wolltest du? Perception, ne? Perception. Morana rennt blind über den Friedhof. 11. 11. Okay. Ich stolper wahrscheinlich gleich ins Grab rein von mir selbst oder so. Also, Morana kommt an der Grabstelle vorbei, von der
diese kleine Gesellschaft wohl gerade kam. Wohl eine recht arme Trauergesellschaft, da auf dem Grab nur ein ganz simples Holzkreuz steht. Nicht einmal mit einem Namen. Und sie findet auch kein Grab, auf dem der Name der Puppenmacherin stehen würde. Es ist immer wieder so, dass es mal in dem ganzen dichten Gestrüpp und Gesträuch, dass sich Teile des Friedhofes für sich beansprucht, ein Rascheln dringt oder ein ähnlicher Laut. Aber sie kann keine Gestalt erkennen, die derjenigen ähneln würde, die sie verfolgt haben, beziehungsweise kann gar keine Gestalt erkennen. Und verlässt dann nach einer Zeit der Suche etwas erfolglos wieder den Friedhof. Dann hätten wir Firiel, die schaut sich auf den Platz und den Seitengassen oder den Gassen, die von dem Platz abgehen, um, genau. Oder wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Dann brauche ich von dir auch einen Wahrnehmungscheck. Acht. Immer wenn es drauf ankommt, ne? In der einen Gasse die bekannte Trauergemeinde, die sich entfernt und immer mal wieder einen vermeintlich heimlichen, etwas verwunderten Blick zurückwirft. Und wieso vermeintlich verwundert? Vermeintlich heimlich. Ach so. Ja. Sie schauen so über die Schultern, was die komische Paladin da hinten auf dem Platz umeinander hüpft. Ich gehe nicht, ich hüpfe nicht. Ich bin kein Spielkind. Meistens. Nee, ist klar. Was? Nein. Ich kann nicht mehr richtig reden. Das war kein ja, nee, ist klar, sondern ist natürlich so. Die umliegenden Häuser sind entweder größtenteils verlassen oder ihre Bewohner gehen ihrem Tagwerk nach, irgendwo anders. Und einige der Häuser sehen auch nicht mehr so aus, als wären sie so richtig bewohnbar. Hatten wir schon das, mal. Diese Stadt hat echt fiese Ecken, wo keiner wohnen will. Ja, es gibt schöne Ecken, aber auch nicht so schöne Ecken. Ja, die Tropen, die lassen es halt schneller verwittern anscheinend. Ja. Ja, gut. Und es gibt ein paar größere Gebäude, in Anführungsstrichen, die so eine den Platz auch etwas zu dem Friedhof hin abgrenzen, die aber schon von stärkerem Verfall gekennzeichnet sind. Das ist möglicherweise. Derweil erreicht Beatrice wieder die Puppenwerkstatt. Geht sie rein oder? Erstmal von außen sehe ich sie. Wenn Beatrice von außen durch die Fenster schaut, ist natürlich etwas schwierig, aber sie kann erkennen, dass drinnen irgendwie ein Licht
zu brennen scheint. Und das sind ja so diese Butzenglasscheiben, die man eher unscharf durchsieht. Yeah. Aber sie kann auch erkennen, dass da irgendwie eine Person drin zu sein scheint. Die so bei der einen Werkbank eher am Fenster sich zu befinden scheint. Nö, dann gehe ich erstmal nicht rein, weil es sieht ja erstmal von außen alles normal aus. Es fällt Beatrice nichts Ungewöhnliches auf. Nein, es fällt dir nichts Ungewöhnliches auf. Und ich würde dann mal das nutzen und quasi mir mal eine der Münzen, die ich eingesteckt habe, anschauen, was für eine, ob ich grob erkennen kann, wie neu die Prägung etc. ist. Also ob die eventuell eben, wenn sie sagt, sie kennt den Kartenmacher als jung, ob das eben aus der Zeit sein könnte, wo er 20, 30 Jahre jünger eventuell war. Die Münzen, die Beatrice hat, sind tatsächlich gemischt. Es sind neue Prägungen dabei, aber tatsächlich auch. Ja, aber es geht auch oft, also wenn neuere Prägungen dabei sind, also so von den letzten vier Jahren, dann kann ich das zumindest schon mal quasi ausschließen. Es sind allerdings auch Prägungen dabei, die einige Jahrzehnte alt sind. Ja, gut, dass die weiterhin in Umlauf sind, das ist jetzt nicht unbedingt. Das kann natürlich eine Erklärung dafür sein. Verwundlich sein, aber das Entscheidende ist, es sind nicht nur solche Münzen. Nein. Darum ging es mir jetzt. Nein, es sind nicht nur solche Münzen. Dann würde ich tendenziell erstmal. Wie spät haben wir? Wenn ich so in den Himmel schaue. Moment, ihr seid, glaube ich, am Vormittag schon am Haus des Kartenmachers gewesen. Ja, und dann haben wir da ein bisschen gebuddelt. Also Mittag haben wir bestimmt auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie weit sind wir im Mittag? Ich würde dann einfach mal sagen, späterer Mittag, noch nicht ganz Nachmittag. Also so irgendwie so kurz nach eins, so um den Dreh. Dann würde ich quasi mir ein Fleckchen suchen, wo man quasi so ein bisschen den Laden als Bewachung im Auge behalten kann. Okay. Und mal schauen, ob die anderen irgendwann auch wieder hier vorbeikommen oder nicht. Okay, dann. Und falls da in den quasi nächsten 2 Stunden nichts passiert, würde ich 25 losschicken und gucken, ob die anderen da immer noch am Friedhof irgendwo sind. Und denen klar machen, sie sollen mal wieder ihren Arsch wegbewegen. So wie ich das sehe, findet Beatrice einen schnuckeligen kleinen Laden, der schmackhaften Mittagstisch anbietet oder auch einen guten Kaffee, wenn einem danach ist, und der einen mit etwas Entfernung, aber durchaus guten Blick auf die Puppenwerkstatt erlaubt. Ja, dann bestellen wir uns auf jeden Fall mal was zu essen. Der Kaffee kann sonst so bleiben. Das ist Moranas Territorium. Ich wende mich den, also mein Kaffee ist in der Regel
leicht golden mit weißer Krone. Bier. Und meistens eher kalt als warm. Ansonsten gibt es gegrillte Fleischspieße und dazu kann man Bratkartoffeln haben oder Pfannengemüse. Ich nehme einfach nur die Spieße. Beilage. Irrelevant. Oh, okay. Ja, vor allen Dingen, ich futter dabei dann 25 ein bisschen auch mit den, mit den Spießen. Gut, dann zurück zu den anderen. Wenn ich nichts gefunden habe, dann schaue ich, wo Firiel ist und schließe wieder zu ihr auf. Mit den Worten. Ich habe nichts gefunden. Sie zuckt ebenfalls mit den Schultern. Okay. Morana geht zu Firiel hinüber, die wiederum in ihre Richtung kommt und dann bemerkt sie auf einmal ein etwas Funkeln im Gras, durch das sie gerade wandert, von einem der Grundstücke mit den größeren Häusern zum Friedhof. Und als sie genau hinblickt, ist es keine Münze, leider, sondern anscheinend genau. Der Knopf einer Jacke. Und sie kennt diese Knöpfe noch. Oh nein. Es wirkt sich, hebt es hoch und guckt sich dann dementsprechend auch um. Sie, nochmal vor allen Dingen über die Dächer. Sie kennt diese Art Knopf von der Jacke von Darpan. Weil sie weiß, wie er das letzte Mal verschwunden ist, guckt sie jetzt extra nochmal über die Dächer. Eigentlich guckt sie generell überall nach, von jeglichen Punkt, wo man sie hätte beobachten können. Der Kreis schließt sich was. Es hat in der Gasse angefangen, es geht mit der Gasse weiter quasi. Ne? Wir stehen auf dem offenen Platz. Sind wir schon wieder zusammen oder ist sie noch nicht ganz bei mir? Nö, ihr seid nicht weit auseinander. Also ja, wenn ich gemerkt habe, dass Morana zu mir gekommen ist und stehen geblieben ist, komme ich auf sie zu. Hast du was gefunden? Also, ja, ein Knopf. Hält ihn hoch. Okay. Hilft uns vielleicht nicht weiter, oder? Kommt drauf an. Kannst du dich noch an die Person erinnern, die in die Gasse verschwunden ist und die andere aufs Dach? Ah, ja. Die aufs Dach verschwunden ist, ist Besitzer des Knopfs. Den wir hier finden, nachdem wir wieder einer Gestalt durch die Gasse gefolgt sind. Das ist schon sehr verdächtig zufällig. Sie blickt dann auf dieses Gras oder Anwesen, wo das halt hinzeigt. Das ist ein ziemlich verfallen wirkendes Anwesen. Die Fenster wirken dunkel und verlassen. Die Vordertür scheint verrammelt und vernagelt zu sein. Und das Haus und das ganze Umfeld lassen eindeutig an Pflege vermissen. Um das Haus wuchert es ziemlich wüst herum. Ein Teil der Seite
ist so halb eingestürzt und dadurch allerdings auch nicht mehr zugänglich. Und das Haus hat 2 Stockwerke. Und wie gesagt, die Tür wurde von außen mit Brettern zugenagelt. Und die Seiten sind ziemlich überwuchert. Weißt du, was ich mich frage? Was? Er wollte, dass wir folgen. Als mir das so langsam aufkam, bin ich langsamer geworden. Dann ist er auch langsamer geworden. Warum flüchtet er mehrfach vor uns, nur um uns dann hierher zu locken? Oder auf diesen Platz zumindest. Wahrscheinlich, weil er uns hier haben will. Ja, aber warum? Mit welchem Zweck? Du kennst die Antwort, warum wir das oder wie wir das herausfinden. Mir gefällt sie nur nicht. Mir auch nicht. Die Frage ist, können wir Zeit verlieren und Beatrice holen? Oder haben wir die Zeit nicht? Morana guckt so ein bisschen schmerzhaft zu Firiel. Eben quasi lässt sie dir ja die Wahl, ne? Soll einer von uns Beatrice holen? Damit der andere ganz alleine hier ist? Wartend. Ich meine, zur Not kann ich noch irgendwas hinterlegen, falls was passieren sollte. Kanntest diese Person, sagtest du? Ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Und eigentlich ist er tot. Noch ein Grund, dich eigentlich nicht hier alleine zu lassen, muss ich gestehen. Gefällt mir nicht. Wie viel Zeit verlieren wir dadurch? Circa 20 Minuten wären das. Wenn man sich beeilt. Wir gehen zurück und ich suche mir einen ruhigen Ort, von wo ich aus dem Platz sehen kann, wo man mich nicht findet. Du holst schnell Beatrice. Wäre es nicht dann besser, du sie holst? Aufgrund der Verbindung. Dann machen wir das so. Diese Abwägung. Was halte ich für gefährlicher? Ja gut, das ist... Ich meine, das persönliche Interesse, das ist an ihr wahrscheinlich höher als an mir. Ich meine, hergelockt hat er uns so oder so. Der weiß ja mittlerweile, dass wir was zusammen zu tun haben. Hm. Aber... Mhm. Gut, dann verrammelst du dich irgendwo, wo du alles im Blick hast. Und ich gehe Beatrice hin. Gibt es hier eine freie, einsehbare Parkbank, wo ich auf dieses Haus gut sehen kann, aber mich auch jeder sehen kann? Also, falls jemand auf mich zustimmt... Ich habe von verrammeln gesprochen. Ja, aber wenn mir was passiert, sieht das keiner. Eine Parkbank. Ja, die Idee ist halt einfach, dass mich Passanten sehen können. Welche Passanten? Passanten sind hier sehr dünn gesät, bis auf ein paar Katzen und einen alten Hund. Dann gehe ich mich verstecken. Und ich gehe auch das Versteck nicht direkt betreten, sondern so auf Umwegen, dass man nicht direkt sieht, wo ich war. Mhm, wenn jemand jetzt schon beobachtet, dann würde er das ja auch sehen. Okay, Firil. Ich sehe ja dann, wenn er wiederkommt. Versteckt sich, Morana weiß, wo Firil versteckt ist und läuft dann los, um Beatrice zu holen, wenn ich das richtig sehe. Erstmal muss sie dann sie finden. Eben. Es sei denn, die Exe sitzt irgendwo draußen vorm Lokal. Ja. Ja, aber sie hat ja den Umland im Blick. Mhm. Gott, ist das spannend!
Morana läuft zu dem Puppenladen zurück und Beatrice sitzt derweil in dieser kleinen Taverne und beobachtet den Laden. Und also ich habe meine Bestellung auch quasi gleich bezahlt, dass ich im Zweifelsfall einfach problemlos auch aufstehen kann. Hauptsache, du konntest essen. Einmal nähert sich tatsächlich eine Person dem Laden. Es handelt sich um eine ältere Dame, was Beatrice so sehen kann, die eine Tasche dabei hat und erst einmal etwas die draußen hängenden Puppen betrachtet und dann sehr zaghaften Schrittes zur Tür geht, dort klopft und dann scheinbar noch zaghafter eintritt und in dem Haus verschwindet. Die Tür geht wieder zu. Nach einem Moment geht sie wieder leicht auf. Aber es ist nichts zu sehen. Und es würde dann so 10 Minuten dauern. Dann tritt die ältere Dame wieder heraus und scheint dann etwas leichteren Schrittes wieder die Straße hinunterzugehen, ohne allerdings die Tasche. Ja gut, das mag ja sein, dass sie da vielleicht irgendeine Puppe zur Reparatur waren. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sie ist rein, dann ist die Tür erstmal ganz normal zugefallen. Die wurde zugedrückt von ihr. Ja, und dann ist die Tür nochmal aufgegangen. Ein kleines Stück, ja. Also so, als hätte das Schloss tatsächlich nicht geschlossen. Aber die Tür ist nicht im Sinne so aufgegangen, als hätte jemand noch reingehen können. Nein, es erscheint dir eher eine logische Erklärung, dass die dann einfach nicht richtig zu war. So wie ich das Schloss halt kenne, ja. Ja. Genau. Ja, als dann Bestätigung, dass nicht gelogen wurde, was das Schloss angeht. Ja, nee, ich habe mir das Schloss ja angeguckt. Von daher weiß ich ja, dass das Schloss alles andere als im Bestzustand ist. Ja, okay. Genau. Und wahrscheinlich, wenn du nicht gerade so richtig das Ding zubolst, dass die Nachbarn aus dem Bett fallen, bleibt die Tür wahrscheinlich nie wirklich zu. Und wenn du sie so zubolst, kriegst du die Tür wahrscheinlich hinterher aber auch nicht wirklich wieder auf. Das scheint tatsächlich so zu sein. Oder die Tür ist zu und das Haus nicht mehr. Beziehungsweise die Tür ist zu und das Haus. Das Haus steht nicht mehr. Die Tür steht noch. Du meinst den Haufen hinten dran. Könnte ich nochmal den Namen von dem Architekt haben, bitte? Und bitte seinen Stammbaum, ob der mit einem anderen Architekten eventuell verwandt ist, den ich kenne. Es vergeht dann nochmal so ungefähr eine Viertelstunde, dann nähert sich wieder eine Gestalt der Puppenmacherei. Dunkel gekleidet, eindeutig von zwielichtigem Charakter. Es ist Morana. Sie sich dezent, aber sich hektisch beschweren, aber sich über meine Beschreibung beschweren. Ich habe lachen müssen. Also ich stehe dann tatsächlich auf, verlasse die Taverne, bevor Morana
das Gefühl verspürt, in den Laden gehen zu müssen. Ah, toll. Vielleicht brauche ich ja gerade wieder mal einen Schnaps oder so. Ja, den können wir immer noch holen. Aber das Entscheidende ist, es bringt ja nichts, wenn du in den Laden reingehst, den du nicht magst, nur um festzustellen, dass ich nicht dort bin. Ja, gebe ich dir recht. Das finde ich sehr rücksichtsvoll von dir. Weil über den Schnaps können wir immer noch reden. Gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine halbe Stunde zu dieser Taverne brauchen. Also Morana guckt sich dann sehr hektisch um. Ich bin hier drüben. Und rennt oder eilt zu Beatrice. Mitkommen. Kurz und knapp, mitkommen und sie geht wieder weiter. Zurück zum Friedhof. Okay. Also hier ist glücklicherweise zumindest mal nichts Aufregendes passiert. Wir haben, also während sie halt eben schnell versucht zu laufen und Beatrice hinter sich her zu manövrieren. Also wir haben einen Knopf gefunden. Von einem Toten, der so tot ist, dass wir ihn doch wieder lebend gesehen haben. Und Feriel wollte jetzt gerne, also nein, egal, Feriel ist dort, sollte das Ganze im Auge behalten. Woll wollte unauffällig sein. Ja, sie wollte mich dort nicht alleine lassen, um dich zu holen. Jetzt ist sie dort alleine. Ja, und alles andere als unauffällig wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Immer diese Unterstellung. Naja, es kommt mehr vom Beruf als von ihr. Ich meine, so, auf jeden Fall mal wieder. So welcher Streifenpolizist, der sich irgendwo sagt, ich bin jetzt unauffällig, In deine Uniform und aus. Und ja. Zieh deine Uniform aus, dann können wir über unauffällig reden, aber vorher. Ja. Wir sollten uns auf jeden Fall den Platz nochmal genauer angucken. Und es gibt da so ein etwas älteres, kaputtes Haus. Wir haben es so mit älteren, kaputten Häusern. Sehr unliebsam. Wiederkehrendes Motiv. Optisch gesehen haben wir jetzt nichts gefunden, wo wir reingehen können, aber vielleicht findet hier Nummer 25 oder 28 etwas oder wir finden einen. Naja, schlicht und ergreifend, wenn das so baufällig ist, kriegen wir es bestimmt auch hin, uns einen eigenen Eingang zu machen. Ja, auf jeden Fall ist irgendwie eine Hausseite eingestürzt gewesen. Und bevor Feriel auf dumme Gedanken kommt, möchte ich schnell wieder zurück sein. Vielleicht müssen wir auch wieder durch die Kanalisation. Ich kann dir nichts versprechen. Apropos Kanalisation. Sie dreht sich um und rennt so rückwärts. Du willst jetzt schon runter, okay? Nein. Als wir das erste Mal in die Kanalisation gegangen sind, habe ich Dapan schon mal gesehen. Das ist also sozusagen richtig. Die zweite Sichtung, wo er dann verschwunden ist und wir den toten Kartenmacher gefunden haben. Und jetzt haben wir nochmal ein Zeichen von ihm gefunden. Ich meine, gut, den Knopf kann er irgendwann mal verloren haben, aber das war ein bisschen zu auffällig. Ja, es ist ein bisschen zu... Wer wäre ein bisschen zu zufällig? Vielleicht verliert er ja auch irgendwann seine Gliedmaßen. Ich meine, der ist tot. Ich hatte ihn sterben sehen. Glaube ich. Habe ich das? Frage an den Game Master, habe ich das? Kann ja. Durchaus sein. Okay. Ja, ich glaube, ich habe ihn sterben sehen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe es verdrängt. Ja. Ich glaube, ich brauche Schnaps. Ja, ich glaube. Dreht sich wieder um und rennt weiter. Da fehlte noch die Information von wegen, der wollte uns da haben. Ja, das hat aber... Als ob das für mich wirklich relevant wäre. Aber das hat Feriel ja erzählt. Als wir aufgeschlossen sind, hat sie es schon mal erzählt. Und dann hat sie es mir nochmal erzählt. Weil mein Gehirn ist auch alles gut. Auf Sparflamme. Ja, dann... Ja. Dann ja. Zurück zu Feriel. Gib mir mal einen Perception-Check. Zurück zu Lück. Das ist dieselbe Zahl wie vorhin. Das heißt wieder nur 8. Ach, Mann. Viril befindet sich in ihrem Versteck und beobachtet von dort aus den Platz und das Haus. Und sieht nichts. Eine Katze. Als sie hinter sich plötzlich ein Geräusch hört,
und der Bildschirm schwarz wird und die Worte wird fortgesetzt erscheinen. Du bist so ein gemeiner Hund. Er hat halt vom Besten gelernt. Kann man so sagen, ja. Alter. Ich mag